So, und damit einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Und wir spielen weiter Star Wars Hunters. Herzlich willkommen, Danke. Herzlich willkommen, Tyler. Herzlich willkommen, Shadow. Lang nicht gesehen. Wobei, also länger nicht gesehen. Und jetzt vor kurzem schon wieder gesehen. Und jetzt wieder. Wir haben uns gar nicht so lange nicht gesehen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Big Bruch. Ja. Star Wars Hunters ist ein Spiel, was letzte Woche erschienen ist, für die Switch kostenlos und für Handy. Und es ist quasi ein Handyspiel, aber die Switch, wenn man es auf der Switch spielt, wirkt es gar nicht so unbedingt wie ein Handyspiel, weil es irgendwie mit dem Controller ziemlich cool zu spielen ist, finde ich. Lange nicht mehr gesehen. Schön, dass du da bist, dass ihr da seid. Blub. Ich rede zu schnell. Ja, Rangliste, mein Ziel, ich will so hochkommen wie möglich. Und das Ziel hat mich gepackt. Huch, warte, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte euch zeigen, was es so für Ränge gibt. Also man fängt an bei Bronze 3, Bronze 2, Bronze 1, Silber 3, Silber 2, Silber 1, Gold 3, Gold 2, Gold 1. Also man kennt's. Und dann kommt, ich weiß nicht, Platin. Ich nenne es mal Platin. Platin 3. Und jetzt sind wir bei Platin 2. Genau, Platin 2 heute. Wir spielen weiter und versuchen heute vielleicht schon Platin 1 zu kommen. Es, langsam merke ich, es wird schwieriger. Und das hier sind die High Ranks. Ne? Höher geht's nicht. Das hier sind die besten Star Wars Hunters Gamer, die es gibt, wenn du diesen Rang erreichst. Und mit jedem Rang gibt es natürlich auch Belohnungen, die du nach der Season nie wieder bekommst. Ich habe eine Respektperson, also immer schön die Höflichkeitsform benutzen. Warte, ich bin eine Respektperson? Wie, du bist eine Respektperson? Big Bruch, wie war dein Tag? Wie war euer Tag, Chat? Genau, wir machen weiter. Hier seht ihr schon, Rang 3. Wir müssen ungefähr 4-mal gewinnen, glaube ich, um aufzusteigen. Aber wenn wir verlieren, dann verlieren wir auch Rangpunkte. Also es geht nicht nur in eine Richtung, sondern es geht auch in die andere Richtung. Wenn wir schlecht spielen, verlieren wir unseren Status, die besten Gamer der Welt zu sein. Scheiße und dein? Wieso scheiße, Danki? Was passiert? Was passiert? Meiner, gut. Jetzt ist erstmal Feierabend. Energy. Cheers. Montag ist natürlich immer kacke, aber der Tag ist ja quasi vorbei. Der Arbeitstag. Mein Tag war gut. Warum war dein Tag gut, Big Bro? Und warum war dein Tag scheiße? Danke. Monster habe ich mir Samstag noch schnell bei Rewe geholt, als es im Angebot war, Big Bro. 4 Stück oder so. Ne, 5. Ich habe nur noch 3. Na, okay, jetzt nur noch 2. Spielt gerne mit, wenn ihr wollt. Fühlt euch nicht unter Druck gesetzt. Wir können auch den normalen Modus spielen, nicht Rangkampf. Ich spiele das Spiel erst seit heute. Wie findest du das Spiel? Wie findest du das Spiel, Gary? Ich spiele das Spiel seit vorgestern, also so viel hast du dich verpasst. Ist eine gute Alternative zu Battlefront. Das Spiel erinnert mich spielerisch eher an Rogue Company. Falls du Rogue Company kennst. So eine Mischung aus Overwatch, Rogue Company, aber es spielt sich wie Rogue. Also im Prinzip spielt sich das wie Rogue Company. Nur simpler und schneller. Also die Runden sind kürzer, sie sind simpler. Es ist halt. Es ist halt durch und durch quasi ein Mobile-Game. Aber das ist nicht nur unbedingt eine Schwäche vom Spiel, sondern ich finde, es ist eine Stärke. Weil du kannst die Spiele halt zwischendurch mal eben eine Runde spielen. Du bist nicht wie bei Valorant an eine halbe Stunde gefesselt, gefangen oder eine Stunde. Sondern du spielst halt hier irgendwie so 2 Minuten und dann ist die Runde auch schon wieder vorbei. Zwei Klassenkameraden haben heute schon 2-mal gekämpft. Ah, und du, aber, ja, und warum ist es dann scheiße für dich? Warst du mittendrin oder was? Warst du, oder haben die wegen dir gekämpft? Face to face. Ja. Auf dem Handy habe ich das Spiel heute auch gespielt. Die Steuerung ist nicht ganz so geil wie auf dem Controller. Aber auch da kann man es spielen. Aber auf der Switch absolute Empfehlung. Das macht richtig Bock. Mir zumindest. Ein Spiel für Dumme? Nein, nein, nein. Ist halt ein perfektes Spiel für nebenbei.
Einfach nur, um runterzukommen. Du musst hier nicht so hart irgendwie taktisch. Also taktisch kann man schon hart mitdenken. Es gibt Tanks, es gibt Heiler und es gibt Damage-Dealer. Es gibt Nahkampf, Fernkampf. Es gibt verschiedene Modi. Wir spielen jetzt gerade Capture the Flag quasi. Man muss die Trophäe einsammeln. Und wenn das eine Team die Trophäe hat, dann geht das halt pro Sekunde 1 hoch. Bei 100 ist vorbei. Oh, ich bin gerade so schlecht. Ich gehe mal was essen und werde dann auch noch spielen. Gary, wir können auch gerne die Tage mal zusammenspielen. Ich bin schon seit 2 Tagen komplett in der Sucht. Und mein Ziel ist es tatsächlich, ich will Diamant werden. Ich habe noch nie in einem Spiel Rangkampf Diamant geschafft. Und hier habe ich das Gefühl, dass ich es schaffen könnte. Wir verlieren gerade. Ich brauche Monster Hunter Wilds. Es kommt erst nächstes Jahr. Ja. Monster Hunters Stories kommt nächste Woche. Nein, diese Woche. In 4 Tagen. Monster Hunter Stories kommt in 4 Tagen. Aber das ist Monster Hunter Liebhaber finden Stories nicht so geil, ne, weil die Monster zu niedlich sind. Und das Gameplay halt gar nichts mit Monster Hunter zu tun hat. Ich finde das aber als Pokémon-Fan, sage ich jetzt mal, ein ziemlich geiles Monster-RPG. Sogar besser, teilweise, als Pokémon. Deswegen freue ich mich auf Monster Hunter Stories. Warte, deine Klassenkameraden haben 2-mal gegeneinander gekämpft? Wer zuerst mit dir spielen soll? Inwiefern mit dir spielen soll? Also, was spielst du denn mit denen? Und wieso spielst du nicht mit beiden gleichzeitig zusammen irgendwas? Boah, mit Rice komplett durch, 999. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ich dachte mal, man braucht ultra viel Erfahrungspunkte, dass das halt einfach ein jahrelanger Grind wird. So, wir haben gerade Rangkampf verloren. Ihr habt gesehen, wir haben Punkte verloren. Und wenn wir schlecht spielen, dann steigen wir auch im Rang ab. Deswegen wird dieser Grind nicht leicht, Diamant zu werden, vielleicht irgendwann. Bis 4000. Das geht. Gar nicht so viel. Ich überlege gerade, ob ich in irgendeinem Spiel so viel Spielzeit habe. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel 3000 Spielstunden gespielt. Wird aber auch schwierig. Welches Spiel habe ich am meisten in meinem Leben gezockt? Spielzeitmäßig. Ich glaube, Dead by Daylight bin ich so bei 1000. Und Fortnite bin ich bei 800 oder so. Und ich glaube, das war's so. Splatoon 2 vielleicht noch so 600 oder irgendwas. Aber es ist nur geschätzt. Kann auch völlig daneben liegen. Okay. Jetzt müssen wir A, B und C einnehmen. Wenn man alle 3 einnimmt, dann geht der Spot richtig schnell voran. Wenn man 2 einnimmt, also man muss mindestens 2 einnehmen, bis die Prozente steigen. Am besten sogar man nimmt 3 ein, dann geht das doppelt so schnell voran. Und jetzt haben die A eingenommen, unser Spot. Ich dafür habe ihren Spot eingenommen. Leute, ihr könnt euch das Spiel einfach kostenlos runterladen. Es kostet euch keinen Cent. Ihr könnt einfach in den Nintendo eShop gehen, runterladen. Ihr braucht keine Online-Mitgliedschaft. Weil das Spiel kostenlos ist, könnt ihr kostenlos spielen. Für kostenlose Spiele braucht man keinen Online. Tatsächlich. Bam. Es gibt 2 Nahkämpfer. Der hier. Come at me at your own risk.
Okay. Ich versuche A1 zu nehmen. Die nehmen jetzt C ein. Aber theoretisch müssen wir immer nur einen Spot haben, ne? Also zwei, meine ich. Wir müssen immer nur zwei haben, dann passt das. Wir haben Doors in echtem Leben gespielt. Einer ist Sieg und anderen ist Spieler. Ich weiß gar nicht, was Doors ist. Mag mir das einer kurz erklären? Guck, jetzt haben wir alle drei und jetzt geht das doppelt so schnell nach oben, Chat. Das ist eigentlich fast unmöglich, drei Spots gleichzeitig zu halten. Weil wir sind vier Leute. Das heißt, auf jedem Spot ist eine Person. Und die Gegner sind aber auch vier. Wenn die zusammen angreifen, dann ist 4 vs. 1. Das ist fast nicht möglich zu halten. Ja, das ist fast nicht möglich zu halten. Außer man macht hier den Move. Dass irgendwie alle an einem Spot sind. Okay, ich bin fast tot. So, ich gehe in Verteidigung. Das ist voll gut. Man sieht oben in der Mitte den Balken, den ich habe. Ich kann einfach Geschosse abwehren. Das ist so heftig. So, jetzt versuche ich... Ah, jetzt haut er mich raus. Warte, ich glaube, hier hinten ist eine Heilung. Passt. Da ist übrigens der Heiler. Den habe ich jetzt getötet mit meinem Ultimate. Mein Ultimate hatte sich aufgeladen. Zack. Wir haben A und B eingenommen. Das sollte reichen. Wir sind bei 92, 93. Okay, wir verlieren gerade A. Oh, der Heiler ist so schnell. Der kann immer so schnell wegrennen. Okay, egal. Wir nehmen A wieder ein. Doors ist ein Horrorspiel auf Roblox. Und was macht man in Doors? Ja, ich habe letztens versucht, mich in Roblox einzuloggen. So eine Scheiße. Mein Account wurde gesperrt. Also, mein Passwort wurde zurückgesetzt. Und ich habe das richtige Passwort. Wenn ich mich einlogge, sagt er sogar, ja, dein Passwort ist richtig. Aber... du sollst dein Passwort ändern, zurücksetzen. Das geht nur, wenn man sein Passwort über Mail zurücksetzt. Und ich habe einen Account, wo ich keine Mail verknüpft habe. Das heißt, ich kann mich einloggen, dann kommt die Meldung, ich soll mein Passwort zurücksetzen über Mail. Habe aber keine Mail festgelegt. Und deswegen kann ich meinen Account nicht zurücksetzen. Das heißt, ich komme nicht mehr in meinen Account rein, obwohl ich das Passwort habe. Ich habe Support angeschrieben, die sagen... Ja, sie müssen ihr Passwort zurücksetzen, aber der Account hat keine E-Mail. Wow. Also das heißt, ich darf meinen Account nicht benutzen. Ich krieg meinen Account nicht zurück. Ich soll einen neuen Account erstellen. Mach ich nicht. Drecksspiel. Mittlerweile gibt es eh so viele bessere Spiele als Roblox. Ich meine, Fortnite hat auch mittlerweile kompletten Baueditor. Also in Fortnite kannst du alles, was Roblox hat, auch nachbauen. Und es sieht viel hübscher aus mit der Unreal Engine. Es sieht viel hübscher aus, Dunkey. Du kannst alles, was du in Roblox hast, in Fortnite in besser spielen. Und nachbauen. Fortnite hat mittlerweile den besseren Baukasten als Roblox. So. 21 Uhr kommt übrigens die Ubisoft Forward oder Ubisoft Showcase. Bin gespannt, was sie dann zeigen. Aber, also, Assassin's Creed und Star Wars ist klar. Auch Ewart kenne ich nicht. Was ist Ewart? Wenn ihr mitspielen wollt, spielt gerne mit Gary. Wenn ihr euch das Spiel runterladet, müsst ihr 10 Matches spielen. Erst dann könnt ihr mit Freunden spielen. Aber wenn ihr es habt, sagt gerne Bescheid. Oder auch wenn ihr nicht jetzt mitspielen wollt, schickt trotzdem eine Freundschaftsanfrage. BrownieYT heiße ich im Spiel.
Brownie war schon vergeben. So, mein Lieblings-Champ. Aktuell. Bis gestern hatte ich noch einen anderen Lieblings-Champ. Es hat sich über einen Tag verändert, komplett. Der Heiler ist auch geil. Kann auch keine Rangkämpfe machen. Rangkämpfe sind egal. Ich würde jetzt mit dir auch keinen Rangkampf machen. Weil ich viel zu high gerankt bin. Also, wir können trotzdem versuchen, einen Rangkampf zu machen. Aber wir können auch normale Kämpfe machen. Du musst nur auf Social gehen und gucken, ob wir uns befreunden können. Das muss halt funktionieren. Dafür braucht man 10 Matches. Aber 10 Matches gehen verdammt schnell in dem Game. Seht ihr ja, ich habe jetzt schon... Wie viele Matches haben wir jetzt gespielt in den kurzen Minuten, die wir gespielt haben? 3 Matches oder so, ne? Haben wir schon gespielt. The Force stay with me. Ich bin einfach ein scheiß Jedi. Also, keine Ahnung, ob ich ein Jedi bin. Bin ich ein Jedi-Chat? Ich bin eigentlich ein Android, ne? Ich bin gar kein Jedi. Ah ja, wir spielen jetzt Deathmatch, wer zuerst 23 Kills hat im Team. Fun Fact, wir haben... Oh, wir haben 4 Kills. Die Gegner 0. I need all my parts. Better luck next time. Bro! Der hat einfach sein Ultimate genommen. I salute you. Scheiße. Okay, jetzt haben die schon 4 Kills. Okay, das ging schnell. Da musst du Bots überleben. Wie Bots überleben? Was heißt Bots überleben? Also, was machen die? Komm her! Das ist halt eine coole Fähigkeit. Also, jeder Kämpfer hat eine eigene Fähigkeit. Meine Fähigkeit ist halt irgendwie, ich kann Leute zu mir ziehen. Und das war's. Mehr kann ich nicht. Und ich kann Projektile reflektieren. Als Nahkämpfer ist das schon ganz gut. May the centrifugal force be with you. Time to pick up the pieces. Oh fuck. Okay, das war richtig schlecht von mir gespielt. Weil das waren beides Tanks. Tanks haben einfach fucking viel Leben. Kurz heilen. Zack. Time to pick up the pieces. The Force favors me. Oh, fuck. Always. I need all my parts. Returning the faith. Nein, er heilt sich. Der Tank hat eine Fähigkeit. Er drückt einmal A und dann heilt er sich einfach. Wie kann ich dich adden? Im Hauptmenü musst du R drücken, bis du auf Social kommst. Und da ist... Da kannst du Freunde hinzufügen. Time to pick up the pieces. Good as new. Time to pick up the pieces. The Force favors me always. Oh. Ich kann bei Social nichts machen. Da steht, dass ich 2 Matches spielen soll. Ja. Du musst 2 Matches spielen. Das ist das, was ich meine. Am Anfang musst du 10 Matches spielen. Du musst noch 2 machen. Wenn du die 2 gespielt hast, dann... dann können wir zusammen spielen. Ja, du musst jetzt noch 2 Matches machen.
Auch Big Bro. Aber das Gute ist, ich werde ja immer, also sowohl meine Gegner sind auf meinem Rang, als auch meine Verbündeten, Big Bro. Der macht es ja immer, der versucht es immer auszugleichen. Das wirst du gleich sehen. Das macht so Spaß, Big Bro. Ey, lass sie auch runter, Big Bro. Und spiel's mal. Luna! Danke dir. Cheers! Wahlergebnisse zu wild. Das ist so krass, oder? Die Wahlergebnisse repräsentieren einfach Westdeutschland und Ostdeutschland, die DDR von damals. Man hat da tatsächlich manchmal das Gefühl, dass die Bürger sich die DDR zurückwünschen. Und Fun Fact, jeder, der in der DDR gelebt hat, war froh, nicht mehr in der DDR zu leben. Jeder wollte raus aus der DDR. Und jetzt wollen die Leute zurück. Und das sind aber alles Leute, die die DDR nie miterlebt haben. Und die denken, das sei geil. Man will immer das haben, was man nicht hat, ne? So in dem Sinne. Das ist alles ein Rückschritt, ey. Zu wild. Zu wild. Slayer Slay heißt mein Verbündeter, geil. Also wir müssen A, B und C einnehmen. Also zwei reichen natürlich. Ich versuche mich von hinten ranzuschleichen. Haha, rangeschlichen. So, B wird umkämpft. Und ich nehme einfach ganz entspannt C ein. Bam, eingenommen. Du bist zu spät. Scheiße. Aber wir haben jetzt schon mal 10% bekommen. Okay, jetzt haben die alle drei eingenommen. Was ist das für eine Scheiße? Jetzt haben die mich schon eingeholt. Jetzt sind sie uns. Haha. Das war Revanche. Okay, ich muss. Okay, das ist richtig Müll. So, Heilung eingenommen. A, B, B, C haben wir. Bam. Oh, alle auf mich. Wieso haben wir C verloren? Oh, was machen denn meine Teammates? Wieso sind alle in A? Okay, ich gehe B. B wird eingenommen, ich gehe C. Ach, vergiss es, Bro. Ich bin tot. Big Bro, bist du alleine wählen gegangen oder ist deine Mutter mitgegangen? Oder bist du ganz alleine los? Oh fuck, Alter, wir verlieren dieses fucking Match. Ich komm nicht drauf klar. Scheiße, Mann. 50% haben wir. Alleine, aber sie hat mir im Nachhinein gesagt, dass sie AfD gewählt hat. Aber wann war sie denn wählen? Wenn du allein... Also, ich habe zwei Fragen. Warum bist du allein wählen gegangen und wann hat sie denn dann gewählt? Da muss sie ja auch irgendwann allein losgegangen sein. Warum seid ihr nicht einfach zusammengegangen? Und hat sie gesagt, warum sie AfD gewählt hat? Konnte sie das begründen? Was sie sich dabei erhofft? Die Frage ist halt auch, wann sie gewählt hat. Und warum sie nicht mit dir zusammen gewählt hat. Wollte alleine wählen? Hä?
komisch. Good as new. Oh Mann, ich komme nicht drauf klar. Wir haben verloren. Begründung habe ich nicht gefragt, schade. Ich würde gerne mal wissen, was so die Begründungen sind. Shit, verloren. Boah, das tut richtig weh, wenn ich verliere. Genau, die Figuren leveln auch hoch. Ich mache noch einen Rangkampf. Gary, wie sieht's bei dir aus? Du bist durch, ne? Wir könnten jetzt zusammen spielen. Herzlich willkommen, Christian! Kennst du Cat Quest 1 und 2? Ja. Also, kenne ich, selber noch nie gespielt, aber ich weiß, dass sie im Angebot sind. Und ich habe auch überlegt, ob ich die demnächst mal spielen soll. Hast du die schon gespielt und sind sie gut, Christian? Und vor allen Dingen, wie lange geht so das Spiel? Ist das ein Spiel, was man in 4 Stunden durch hat, oder dauert das 40 Stunden? Ist es ein großes Spiel, ein kleines Spiel? Ich bin momentan eher so auf der Suche nach kleinen Spielen. Weil wenn ich zu viele große Spiele gleichzeitig spiele, dann übernehme ich mich. Christian Lindner. Ah, das klappt. Aber Big Bruch, hast du eine Vermutung, warum deine Mutter die gewählt hat? Also irgendwas muss sie ja toll finden. You know? Boah, die Matchsuche dauert länger als das Spiel bei mir. Kann sein, dass die Gegenintegration ist. Ah, okay. Hat deine Mutter einen Job? Und wenn ja, was arbeitet sie? Es muss ja irgendeine Hasserfüllung sein. Irgendeine Stelle, wo sie sich Besserung erhofft. Gary, bin fertig. Dann lass uns gleich spielen. Und Luna, du kannst auch gerne wieder mitspielen. Dynamische Kontrolle. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob irgendjemand einen Heiler nimmt. Ich hoffe es einfach. Okay, niemand hat einen Heiler. Es hat wirklich niemand einen Heiler. Wir haben verloren. Sie hasst die einfach so. Einfach so ohne Grund. Man hasst doch nicht einfach ohne Grund. Man ist doch nicht ohne Grund einfach. Ja, okay. Das Spiel ist richtig gut und ich bin schon bei New Game Plus in Teil 1. Teil 2 geht zu zweit. Wie viele Stunden geht das Spiel ungefähr? Christian, kannst du das sagen? Geht das 3 Stunden, 4 Stunden, 10, 20, 40? Ist das ein groß... Also, geht das lange oder relativ kurz? Oh, Bro! Okay. So, das ist jetzt übrigens eine Zone immer. Einladung verschickt, danke. Das hier ist immer eine Zone, die man einnimmt. Und jede Zone ist so 10, 20 Sekunden da. Und danach verschwindet sie. Und woanders kommt eine neue Zone. Einer muss halt mindestens draufstehen. Wenn ein Gegner mit draufsteht, dann kriegt niemand Punkte. Also nur ein Team darf in der Zone sein. Damit es Punkte gibt. So, wir haben's.
jetzt geht's zur nächsten Spot. Wo ist der nächste Spot? Da hinten. Ich kann natürlich auch versuchen, so ein bisschen abzulenken. Damit sie nicht zum nächsten Spot gehen, während meine Mates zum nächsten Spot gehen. Aber irgendwie geht gerade niemand zum nächsten Spot. Oder alle sind beim nächsten Spot. Das kann auch sein. Das ist Highlight von den Gegnern. Wenn man den tötet, dann kann er natürlich nicht heilen. Oh yeah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich gehe einfach zum nächsten Spot. Bin fast tot, ich bräuchte eigentlich Heilung. Warte, ich gehe kurz heilen. Und jetzt tanken wir weiter die Punkte. LOL, der hat einfach alles daneben geschossen. Sehr gut. Die Grünen haben einfach 7 Sitze verloren. SPT 2, ja. Also 9 Stunden geht eine Runde. Also Teil 1 geht 9 Stunden, habe ich das richtig verstanden? Neun Stunden ist aber auch viel. Ich hätte gedacht kürzer. Oh, ich bin direkt in den Spot gespawnt, wie geil. So, Heilung einsammeln. Wir sind bei 92. Wenn man gut ist, okay, dann brauche ich länger. 15 Stunden. Da ist der nächste Spot. Jede Sekunde ist hier wertvoll. Es sind noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. GG. Momentan bekomme ich noch mehr Punkte für einen Sieg als für die Niederlage, ne? Kann es sein? Ach ja, wenn man mit Freunden spielt, bekommt man erhöhte EP. 10% mehr EP bekommt man. Was? Ich glaube nicht, dass ich heute noch Rang 2 erschaffe. So. Einladungen, Gary. Annehmen. Zur Gruppe hinzufügen. Möchte noch jemand mitspielen? Achso, es gibt hier immer kostenlose Sachen, Gary, im Shop. Da steht kostenlos, da musst du einmal raufklicken, alle 8 Stunden. So, und jetzt bereit drücken. Ich bin auf Level 113. Krass. Ist es so gut, dass du da die ganze Zeit das Spiel, also dass du New Game Plus spielst? Ja, ist es. Wie cool.
bin wieder da. Wie, du warst weg? Wie, du warst weg? Mein neuer Lieblingsheld, ist so. So, Gary ist am Stizzle. Mal gucken, was er nimmt. Gary ist Tank. Werbung. Sehr gut. Es wird mir nicht angezeigt, dass Werbung ist. Komisch. Someone call for a Jedi? Oh, den Modus mag ich nicht mit den drei Spots. Immer schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich gehe jetzt von hinten. Come closer. May the force be new. Good as new. I need all my parts. My circuits are surging. The force favors me always. The force favors me always. Die Macht ist mit mir immer. Höhö, ausgetrickst. Ich brauche Heilung. Ich bin im Arsch. Bro, bleib denn in der Mitte stehen. Returning the favor. Let me give you a hand. Oh nein, wir verlieren. Ich freue mich sehr auf die Gamescom. Ja, ich mich auch. Hab schon alles gekauft. Hab Karten gekauft. Hab ICE-Ticket gebucht. Und Hotel haben wir auch schon. Also ich hab alles. Alles schon da. Das Problem ist, wenn man halt erst anfängt, kurz vorher zu buchen, dann wird alles extrem teuer, weil alles schon ausgebucht ist, ne? Das ist immer Angebot, Nachfrage. Man weiß ja jetzt schon, dass man zu Gamescom geht. Also jetzt alles günstig kaufen. Ich habe ein Zehntel bezahlt von dem, was andere dann bezahlen werden. Und das ist wirklich ein Zehntel. Bro! Ist der AFK? Nee, das ist nicht AFK, schade. Hä? Okay, der ist doch AFK. Oder Bot oder so. Ah, ich hätte nicht auf mich aufmerksam machen sollen. Aber wir haben ganz kurz gerade Dings gehabt. Vorteil. Okay, ich gehe zu C. Sehr gut. Right back at you. Let us fight face to face. My circuits are surging. Okay. So, lass jetzt einfach C und A behalten. Oder ihr nehmt B ein. B einnehmen, das wäre natürlich noch cooler. May the centrifugal force be with you. Better luck next time. My circuits are surging. Good as new. This always makes me feel good. The force favors me always. The force favors me always. Oh mein Gott. Okay, doch nicht. Aber schaut mal, wie hoch das jetzt geht. 2, 3, 4, 5. War zwar nur ganz kurz, aber es hat uns einen richtigen Push gegeben. Ne, wir haben gleich gewonnen. Noch 9 Sekunden durchhalten, Chat. Ja, das war's, GG. GG. Ich brauche kein Hotel, wir fahren früh los. Wie viele Stunden fahrt ihr? Ihr fahrt sehr früh los, oder? Aber dann fahrt ihr auch schon wieder früh nach Hause. Dann kannst du ja gar nicht bis zum Schluss bleiben.
Christian. Dann bleibst du gar nicht bis zum Schluss, ne? Wollen wir mal Rangliste machen? Ich versuche jetzt Ranglistenkampf mit dir. Mal gucken, was passiert. Kannst du bereit drücken? Geht das? Oder geht das nicht, weil du den Modus nicht hast? Ah, okay. Einer erfüllt die Voraussetzungen nicht. Okay, verstehe. Ich weiß nicht, wann... Es geht. Nee, da stand gerade, dass du die Voraussetzung nicht erfüllst. Du musst den Modus erst freispielen, aber du müsstest den Modus relativ nach ein paar Matches kriegen. Drück mal bereit, nochmal. In ein paar Matches müsstest du den Modus kriegen. Ich glaube, mit Stufe 8 oder so kriegst du das. Krass, mein Lieblingsheld wird einfach nie gepickt. Machst du gleich noch Monster auf? Nee, ein Monster pro Tag reicht, Bigbro. Ein Monster reicht. Ich konnte gestern nicht schlafen, weil ich Monster erst um 21 Uhr getrunken habe. Richtig dumm. War die ganze Nacht wach. Hör auf. Oh, schon wieder ABC. Ich raste aus. Und keiner geht zur A. Ich raste aus. Okay, Gary ist bei A, let's go. Ich gehe zu C. I need all my powers. May the force be near you. I need all my powers. Jetzt kannst du wieder nicht schlafen. Doch, doch. Ich bin so müde, ich schlafe selbst mit Energy ein. Wenn man eine Nacht nicht geschlafen hat und dann ist man halt müde, dann schläft man die nächste Nacht umso geiler. Ich sag's dir. Ja, manchmal muss der Akku einfach komplett leer laufen. Damit er sich wieder richtig voll auflädt. Wir waren letztes Jahr auch bis zum Schluss da. Aber du bist da nur einen Tag da, ne? Jo, geh schön vom Spot runter, dann verliert ihr. Du hast das Spiel nicht verstanden, Großer. Den Kampf hast du vielleicht gewonnen. Aber wir das Match. Ich habe A eingenommen. Ja, wie gesagt, Bescheid, wenn du Rangkampf freigespielt hast. Dann können wir in den Rangkampf gehen. Ich glaube, du bist bereit für Rangkampf. Ich glaube, du kannst auch Platin werden. So. Ich nehme A ein. Yes, nice. Renn weg.
May the force be near you. Ja, renn weg. Renn weg wie ein Feigling. Junger Padawan. Oh, B ist in Gefahr. Ah, B ist safe. Easy. 5 Sekunden noch, wir haben's, GG. Kann man irgendwo Posen machen? Ich hab nur Sticker, keine Posen. Wenn du die Nacht durchgemacht hast, dann fühlt sich die Dusche geil an. Echt, Bicko? Also Duschen fühlt sich generell geil an vorm Schlafen gehen. Wie viele Stunden fahrt ihr, Christian? Stufe 26. Ich bin Stufe 26 und im Game Pass sage ich schon, im Battle Pass bin ich 25. Ich krieg als nächstes einfach eine Keule. Sehr gut. Ich bin immer noch Stufe 5. Bruch, deine Mutter hat sich wahrscheinlich gefreut, ne, über die Ergebnisse. Hat sie gefeiert. Eine Stunde. Oh, eine Stunde geht ja voll klar. Ich war halt einmal durch ganz Deutschland, ne? Bei mir geht das nicht. Ich werde deswegen übernachten. Und ich will ja auch gleich frühs hin. Bis abends und ich habe keinen Bock, irgendwie den ganzen... Ich habe keinen Bock, irgendwie mitten in der Nacht loszufahren und mitten in der Nacht zurückzufahren. Stift in einen Ben & Jerry's. Also ich weiß schon, dass Ben & Jerry's ein Ausländer-Eis ist, ne? Also sie ist gegen Ausländer und isst Eis aus dem Ausland. Sehr gut. Cheers. Auch nicht die hellste Erbse auf der Welt. Ah ja, das ist übrigens hier gerade Battle Royale. Der zuerst 25 Kills hat. Shit. Sie ist nur gegen Ausländer, aber nicht gegen den Produkten. Ach so. Er sucht sich halt auch nur die positiven Dinge raus, ne? Alter, warum sind wir so scheiße im Team? Wir haben nur 4 Kills. My circuits are surging. Was zum Fick ist hier passiert? Warum haben die schon 12 Kills? Aber egal, wir holen das zurück. Wir holen uns die Niederlage. Wo ist denn mein Team? Sind die alle AFK? Ja, die sind AFK. Geil. Team ist AFK.
Ihr müsst halt auch töten. Ihr könnt schießen, ihr habt doch Pistolen. Zielt doch und schießt, wenn die nur noch ein HP haben. Wenn die ein HP haben und rennen weg, dann kann ich halt nichts mehr machen. Ihr müsst den halt dann einmal treffen mit eurer Projektilwaffe. Einmal kurz, zack, fertig. Abdrücken. Boom. Next. Und versuchen nicht zu sterben. Oh, Brownies bekomme ich und ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Das Geburtstagsgeschenk muss nicht sein. Aber sehr lieb von dir. Bro, alles muss man selber machen. Ich habe jetzt 6 Kills gemacht. Obwohl es nur 4 Leute sind. Ich weine. Graben, graben und graben? Wieso graben, Wadli? Wofür gräbst du? Gleich kommt die Ubisoft Direct. Nice. Die letzten Tage waren auch übelst geil, oder? Was alles gedroppt wurde. Was sie alles gedroppt haben. Das war übelst krass. Also ein Herz für alle Gamer. Die letzten 4 Tage. So viele Spiele, wie gezeigt wurden. Das ist einfach unglaublich. Und alles kommt dieses Jahr noch raus. Für die Umrandung, für Beton. Später dann für einen Zaun und eine Stufe. 2 Meter musst du runter? Wie tief? Wieso musst du so tief buddeln, Wadli? Warum so tief? Herzlich willkommen, Thomas. Wann ist die Ubisoft? 21 Uhr. Ist abgebrochen? 21 Uhr. Hä, ich versteh's nicht. Wie nur Gruppenanführer haben nur Gruppenanführer. Hä? Ich versteh's nicht. Kann Spielersuche nicht öffnen. Nur Gruppenanführer hat Zugriff auf die Spielersuche. Okay, keine Ahnung. Ist kaputt. Permaban. Ich mach mal eine neue Gruppe auf. Jetzt. Jonas, ich bin bald einer der besten Spieler in diesem Game. Wieso Permaban? Weil ich zu gut bin. Hä? Es geht wirklich nicht mehr. Die Spielersuche ist broken. Lad du mich mal ein, Gary. Ach ja, Gary, du musst hier übrigens auch auf den Battle Pass gehen. Und wenn du R drückst, hier Herausforderungen, da gibt es auch noch ganz viele, die du abholen kannst. Du kriegst überall so dermaßen viel Belohnung. Ich bin bereit. Ich glaube, deine Teamkameraden wären einfach sehr gut. Ja, alle. Durch und durch. Ich wurde vom ganzen Game gecarried.
So, die Ubisoft Direct geht gleich los. Ich habe sie hier nebenbei bei mir am Laufen. Minuten geht's los. Mir schmecken die Kelly Snips Essiggurken-Style nicht. Essiggurken-Chips? Holy moly. Was dachtest du, Wiedner, wonach die schmecken werden? Natürlich nach Essiggurken. Oh, zwei Tanks, ob das eine gute Idee ist. Zwei Tanks, ein Heiler und nur ein Damage-Dealer. Warum sendest du mir um 2 Uhr nachts TikToks von Christian Bauer? Ey, das ist so heftig, oder Jonas? Das sind typisch Sony-Fanboys. So stelle ich mir Sony-Fanboys vor. Genau so. So ein Macher, ja. Genau so und nicht anders. Das ist so der Durchschnitt Sony-Fanboy. Ich glaube, der ist richtig nett, ja, glaube ich auch. Vielleicht treffe ich den ja auf der Gamescom. SDP, die Sängergruppe. Hast du gesehen, wie er seine PlayStation gestreichelt hat? Junge, wir haben einfach keinen Spot. Was ist los mit euch, meine Mates? Seid ihr komplett broken? Oh mein Gott, wir haben einfach C verloren. Nein, doch nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Irgendeiner müsste A einnehmen. Hä? Der Rest bei unserer Mates ist AFK, Gary. Ich sehe, du bist der Einzige, der hier rumläuft. Die anderen sind einfach Bots. Die anderen sind einfach noch schlechter als Bots. Also Bots sind schon schlecht, aber die... Wie viel Bonus hast du bei Dragon Box Universe schon abgeholt? Gar nichts. Also einmal habe ich abgeholt. Ein einziges Mal. Danach habe ich das Spiel nie wieder gestartet. Gewinner-Snips-Tipp 2024? Naja, wahrscheinlich, weil es einfach keine anderen Snips gibt, oder? Wenn es keine anderen gibt, dann sind sie immer Gewinner. Egal, wie scheiße sie sind. Oh!
Und am Ende heulen sie rum, dass alles schlechter wird. Dabei haben sie alles schlechter gemacht. Aber dann wird es halt zu spät sein. Huch, die lacht uns aus. Das sowieso. Okay, wir müssen uns anstrengen. Das hier ist ein Rangkampf. Es geht um Ränge. Time to pick up the pieces. Returning the favor. My circuit. Oh, fuck, Alter, diese scheiß Giftwolke, Bro. Wir haben B verloren. Herzlich willkommen, Fuego. Ciao, Fuego. Danke, dass du da warst. Für 3 Sekunden. Danke dir. Du gibst immer besonders viel Mühe. Danke dir. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ach, du bist ja schon weg. Gut. Danke für dein Gespräch. Ich ziehe ihn raus und jetzt könnten wir den Spot einnehmen. Ach nee, doch nicht. Danke. Und wenn du die Nacht durchmachst. Wieso nicht die ganze Nacht durchstreamen? Junge, Alter. Weil ich im Bett lag. Soll ich streamen, wie ich im Bett liege oder was? Und außerdem, du hast doch geschlafen. Also was bringt's mir, wenn ich streame, wenn du schläfst? Also für dich macht's ja keinen Unterschied, weil du hast ja eh geschlafen, so oder so. You know? Du müsstest jeden Tag rein, um's abzuholen. 14 Bonusgeschenke. Nee, mach ich nicht, Christian. Aber trotzdem danke. Ich bin noch bis zum 24. Alles gut, mache ich nicht. Danke dir. Du machst die Nacht durch? Nein, mache ich nicht. So. Bro, wieso haben wir keine Punkte mehr? Wir kriegen gleich gar keine Punkte. Nimm doch was ein. Ist mein Team komplett ins Gehirn geschissen worden? Ja, ist es. Sehr gut. Alles muss man alleine machen. The forces be with me. Oder auch nicht. Oh. Ich brauche Hilfe auf B. Ich kann nicht das ganze Team einnehmen. Oh, ich kann's doch. Oh, ich kann's nicht. Okay, 3 Sekunden noch. Komm, 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 komm. Nein! 1 Sekunde. Wegen 1 Sekunde Verlängerung. Und jetzt verkacken wir es. Ich sag's euch. Nimmt eine A ein oder so. Sonst verlieren wir. Nimmt eine fucking A ein. Ich bin zu weit weg. Wir verlieren. Okay, kämpft einfach bei B. Bleibt bei B. Alle bei B bleiben. Fünf. Vier. Yes, gewonnen! Oh, das war so knapp. Auf Pornhub würde ich mir deine Streams auch um 3 Uhr angucken. Alles klar, Big Bro. Ben & Jerry ist im Angebot bei Rewe. Deine Mutter hat doch noch 10 Kilo. Die sie sich reinscheffelt. Die
Die Kleidung ist aus dem Film. Welche Kleidung? Schmuggelst du Sachen rein ins Kino? Ich bin doch gar nicht im Kino. Hä? Oh, hell yeah! Ich meine, wenn du ins Kino gehst. Kommt drauf an, also ich kaufe eigentlich in der Regel immer was im Kino. Also so eine Mischung aus beidem. Ich kaufe was, aber eine Runde mache ich noch, alles klar. Also ich nehme was, also meistens beides. Sowohl als auch. Also ich schmuggle nicht alles rein, weil das assi ist. Die Kinos wollen ja auch irgendwie, also die Kinos können nicht überleben, wenn du halt, ne, quasi kostenlos Kino guckst. Deswegen kaufe ich schon manchmal was, aber ich kaufe jetzt auch nicht für 50 Euro Popcorn mit Cola. Ich mache mal so eine Mischung. Es gibt Leute, die bezahlen nur das Ticket für 6 Euro, Schülerticket oder so, und der Rest ist alles reingeschmuggelt und dann machen sie Dreck, lassen den Dreck sogar liegen und so, Big Bro. Das Kino hat quasi Minusgeschäft gemacht bei denen. Reinigung teurer als Kinoticket. Und die haben ja nichts dagelassen und sich wie die Arztes genommen. Dann ist Kino bald vorbei, weißt du? Wenn alle so drauf sind. Dann gibt's bald kein Kino mehr. Du müsstest jetzt jeden Tag rein und abholen. Nee, mache ich nicht, Christian. Alles gut. Brauche ich nicht. Ja, aber es ist krass, dass die Kleidung danach... Also, wenn sie die Kleidung danach nie wieder erspielbar machen, ist es schon irgendwie blöd. Wenn man das nur durch das Event bekommt und danach nie wieder, Christian, ist es blöd. Aber man kann sich danach bestimmt auch in-game erspielen oder so. Also ich schaffe es auch sowieso nicht, mich jeden Tag einzuloggen. Oh mein Gott, Deathmatch, ich raste aus. Ist das jetzt schon, ist das noch Matchmaking jetzt? Ist das Matchmaking? Ja, was, ein Kill? Ich fass es nicht. Immer bevor du stirbst, versuch dich immer zurückzuziehen und zu heilen, Gary. Okay, tot. Sehr schön. Und jetzt führen die Gegner. Sehr schön. Ich kann die Gegner nicht töten, wenn sie wegrennen. In 12 Tagen wird der Release-Termin von Vision of Mana angekündigt. In 2 Tagen? Wieso in 2 Tagen? Ist da die Square Enix Showcase? Laut Gerüchten wurde das Spiel ja, oder wird das Spiel ja verschoben. Leute, ihr müsst wirklich aufpassen zu sterben. Also nicht zu sterben. Oh, der Heiler ist krass. Was hast du dir im Kino angeschaut? Guckst du die Ubisoft Forward? Ich hab sie hier nebenbei offen, ja. Also Star Wars und Assassin's Creed werde ich mir eh beides kaufen. Also brauche ich mich gar nicht so krass spoilern lassen. Ist das eine Scheiße. 12-12, ist es Gleichstand. Wie bist du sowas von aufpassen?
Ich versuche gerade Diamantrang zu werden. In einem Competitive Game, Bro. Warst du schon mal Diamantrang in irgendein Spiel, Camper Mega? Heute mit My Rabbids. Mario Rabbids wird keine Fortsetzung kriegen. Das Spiel ist gefloppt, Jonas. Das ist vorbei. Das wird. Es wird nie ein Teil 3 geben, leider. Genauso wie Rabbids oder Rayman wird es auch nicht wieder geben. Ist so, leider. Tut mir leid, Jonas. Schuld daran sind halt, ja, die Kunden. Ozan, hi. Leute, hört auf zu sterben, bitte. May the centrifugal force be with you. The force stables me always. A flag is flying high. Knock it down. Nicht sterben. Jeder Kill ist hier super entscheidend. Let me lend you a hand. I need all my cards. Nicht sterben, verdammte Scheiße! Wenn ihr Low HP seid, rennt weg und heilt euch! Okay, GG, Ende. Gut gemacht. Ihr Kacknoobs. Ey, hat mega Spaß gemacht, Gary. Mega Spaß gemacht. Ah ja, das nächste Assassin's Creed wird übrigens ein Handyspiel, Jonas. R4er-Kill. Nächstes Assassin's Creed wird ein Handyspiel. Warum es so ist? Naja, die Kunden. Die Kunden sind die Schuldigen. Alter, ich habe so viel Minus gemacht. Ich raste aus. Sehr gut. Reagiert doch on-stream, würde ich schauen. Ich weiß nicht, wenn jetzt eine Stunde Assassin's Creed Gameplay gezeigt wird, Jonas. Ist jetzt nicht so spannend. Hat dieses Spiel auch Ranked? Ja, das, ich spiele die ganze Zeit Ranked. Willst du mich verarschen, Ozan? Ich spiele die ganze Zeit Ranked. Hier. Hier unten siehst du's. Es gibt... Es fängt bei Bronze 3 an. Bronze 2, 1, Silber 3, 2, 1, Gold. Also wie jedes normale Ranked-Spiel. Und das hier ist Diamant. Diamant ist halt das Heftigste, ne? Und Platin ist auch schon heftig. Und ich befinde mich bereits in Platin. Nein, zock lieber. Danke dir. Rosa, lass hier runter und spiel. Bist du gut? Keine Ahnung. Lass hier runter und mach dir selbst ein Bild, ob. Also, ob du besser bist als ich. Versuch's. Ey, soll ich jetzt die Direct gucken? Soll ich die Direct gucken, Chat? Nein? Nein, ich hasse Star Wars. Junge, dann tu einfach so, als wär's nicht Star Wars. Ein Skin kann doch nicht darüber entscheiden, ob das Spiel gut oder schlecht ist, Ozan. Es sind doch nur Skins. Tu einfach so, als wär's nicht Star Wars. Warum muss man immer so markenfixiert sein? Oh ja, das ist Mario, das ist gut. Nur weil da Mario ist. So ein dicker, kleiner Mann, der hässlich aussieht. Und, total schlecht animiert ist. Ja, keine Texturen hat. Das muss ein gutes Game sein. Ich raste aus. Ach komm, ich weine. Der dicke Mann ist super schlecht animiert, Bro.